Nach so viel geballter Welt- und Wirtschaftspolitik heute in der Sendung nehmen wir Sie zum Schluss mit in die vielleicht kleinste Parzelle des Lebens, in der man schon immer eine Pause machte von der Welt da draußen, im Westen, im Schrebergarten, im Osten, in der Datsche. Dort, wo man Ruhe fand und das Gemüse, das es im Konsum gerade nicht zu kaufen gab. Nicht erst seit der Pandemie wissen wir, dass dieser Ort der Deutschen liebstes Grün ist. Im Osten noch mehr als im Westen. Und manchen sogar so lieb, dass sie einen Preis gewinnen wollen. Wie jener Kleingartenverein, den Friederike Roman in Leipzig besucht hat. Holger Große hat es eilig. Die Jury, die gleich seinen Kleingartenverein hier im Leipziger Osten bewerten wird, wartet schon auf ihn. Zeit für letzte Anweisungen bleibt dem ersten Vorsitzenden trotzdem noch. Zieh dir mal bitte was an. Die sieht zwar schön aus, aber schöner mit dem Shirt drüber. Die 8 Juroren des Bundeskleingartenwettbewerbs sind aus ganz Deutschland angereist, um sich nun 2 Stunden lang von Holger Große durch die Gärten führen zu lassen. Herzlich willkommen an der Pforte des KGV Kultur e.V. Ich freue mich, dass hier zahlreiche Frauen erschienen sind. Das sehen wir natürlich immer gerne. Ich zeige Ihnen so, wie der Verein ist. Also wir haben weder geputzt noch was beschönigt. Gold, Silber oder Bronze gewinnen Schrebergartenvereine, die zum Beispiel besonders nachhaltig sind, etwa auf Pestizide verzichten. Entscheidend ist aber auch, ob sich Familien wohlfühlen. Gerade bei denen, erzählt Große, werde das Kleingärtnern immer beliebter. Und das sieht er auch in seinen Bilanzen. Vor 11 Jahren standen 50% seiner Gärten leer. Jetzt führt Große Warteliste. Das kann ja nicht allein Corona gewesen sein. Nö, Vereinsführung hat sich verändert. Ja, hier, ne? Ja. Du musst es entweder mit Leib und Seele machen oder lassen. Ja, und ich bin einer, der macht es mit Leib und Seele. Und viele spüren das auch. Ich kämpfe auch für den Verein. Sein Verein, der KGV Kultur, ist 118 Jahre alt. Mehr als 200 Parzellen, alle belegt. Den Titel Vize-Landesmeister Sachsen haben sie hier bereits. Jetzt der Traum von Gold im Bundeswettbewerb. Der Titel ist uns eigentlich so relativ. Ist schön, aber nicht ganz so wichtig. Ja, wichtig ist, dass uns mal jemand sagt, okay, ihr habt aus dem Verein was gemacht. Der ist sehenswert, den kann man zeigen. Und eure Mitglieder sind top. Das wollen wir eigentlich wissen. Im Schrebergarten herrschen klare Regeln und Vorgaben. Etwa die, dass mindestens in einem Drittel des Gartens Obst und Gemüse angebaut werden müssen. Den Ruf, spießig zu sein, wird der Kleingarten womöglich auch deswegen nach wie vor nicht los. Das sehe ich völlig anders. Was ist denn daran? Was ist denn spießig? So, und heute, wenn jeder seine Gürkchen im Bioladen kauft, ist das nicht spießig. Aber wenn ich meine Gurken mehr Bio als von hier, geht ja gar nicht. Was ist dann spießig? 6 der 22 Finalisten im Bundeswettbewerb der Kleingärten kommen aus Ostdeutschland, wo sie eine lange Tradition haben. Vor mehr als 150 Jahren begann hier in Leipzig die Schrebergartenbewegung. Heute hat die Stadt 39.000 Kleingärten. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind es deutlich mehr als in anderen Großstädten. Zu DDR-Zeiten war das richtiges Privileg. Da warst du schon exklusiv, wenn du einen Kleingarten hattest. Also du konntest dein Obst und Gemüse anbauen. War ja immer so ein Manko. Jetzt das Privileg, Kleingarten zu haben, ist genauso wie zu DDR-Zeiten. Weil du hast ein Stückchen Grün, was andere nicht haben. Andere müssen sich Grün teilen, müssen in den Park gehen. Du hast deinen Kleingarten. Die 2 Stunden mit der Jury sind fast vorbei. Und Holger Große ist noch leicht gestresst, aber zufrieden. Super. Perfekt. Besser kann es nicht gehen. Und was sagt die Jury? Ist sie überzeugt von Holger Großes Verein, vom nachhaltigen Gärtnern und Angebot für Familien? Es ist ein Verein, der sich wirklich sehr, sehr tapfer gezeigt hat und alles in die Waagschale geworfen hat, was er hat. Und dieser menschliche Verein, das ist, glaube ich, das, was am meisten überzeugt hat, ist ganz hervorragend. Und ich bleibe bei meiner Aussage, entschieden wird am Ende. Aber wir haben hier einen sehr, sehr guten Kandidaten gesehen. Das kann man schon mal so festhalten. Ob es am Ende für Gold, Silber oder Bronze reicht, für diese Antwort muss sich Holger Große noch gedulden. Der beste Kleingarten Deutschlands wird erst im November gekürt.